Ja gut, sammeln wir die Spinnen und die Seidendrüsen erstmal bei Gwendala. Mein Atem geht ruhig. Oh, Feuermoos. Feuermoos ist auch immer schön. Na gut, tun wir die mal zu mir rüber. Sind wir schon ziemlich voll auf der Seite. Das heißt ziemlich voll, wir sind voll. Wahrscheinlich geht's da hinten runter und dann in die Höhle rein. Ach hey, hier oben sind noch jede Menge Kisten. Ich versuche mein Bestes. Ja. Lass das mal Thorgrim machen. Meint ihr? Was ist hier drin? Lass das mal Thorgrim machen. Nichts Besonderes, aber sprich, Freund. Zeug, was wir verkaufen können. Weil anders als in anderen Spielen kann man das Zeug doch sehr gut zu Geld machen. Schnucksteck um die Ecke? Das ist doch nicht der richtige Weg in die Burg. Ja, das führt uns wahrscheinlich unten in den unteren Teil der Höhle. Hoffe ich jedenfalls mal. Irgendwas scheint es hier ja zu geben, sonst würde kein Weg hier lang führen. Also hier ist Sackgasse, gut. Auch wenn es sich gerade schön anmaßt, dass hier alles voller Spinnenweben ist. Und mit Holz verkleidet ist. Hier sind wir hergekommen und hier würde es weitergehen, ja. Okay, Befreiungsschlag. Alles klar. Folgt mir. Oh ja, man sieht, die Kleinstmarktspinnen sind auf jeden Fall nicht sonderlich gefährlich.
mehr. Wie sieht es eigentlich bei Gladys mit Munition aus? Na, sie hat noch mehr als genug. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin, weil das war das, was wir von da oben gesehen haben. Genau, wo der tote Ork war und alles. So, und zertrümmern Spinneneier. Mein Atem geht ruhig. Und zacken Krötenschiebel ein. Zaun weiter fleißig Spinneneier. Finden dort ein total abgenacktes Skelett. Ja. So, dann kümmern wir uns mal hier um die Spinnen. Da drüben sind noch mehr Spinneneier. Hier wird es garantiert auch eine große Marktspinne geben. Ja. Aber selbst mit denen hatten wir schon unsere Begegnung. Also man sieht, die Kleinen selbst in so einer Menge sind kein Problem mehr für uns. Geben ja auch nicht mehr viele Abenteuerpunkte, sind also eigentlich bessere Ratten. Und ich will halt auch gucken, ob ich die 1000 Dukaten zusammenkriege, die das Schiff kostet. Das kann man auf die zweite Seite, von mir aus da unten hin. Das zu mir, das zu mir. Quick Save machen. Das Skelett können wir nicht plündern, aber das Skelett können wir plündern. Ich versuche mein Bestes. Das Skelett können wir auch plündern. Lass das mal Vorgrim machen. Mein Atem geht ruhig. Sala Agrinda. Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, wenn wir alle Eier zerschlagen haben, taucht, glaube ich, noch eine große Smaragdspinne auf. So oder so ähnlich war das, glaube ich. So, du drück dich mal an den vorbei und sammel hier die Pilze und das Feuermoos ein. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe das Rezept für Brandpfeile, Gendel. Ja. Aber dafür brauche ich Zunderschwamm. Kein Feuermoos. Habe ich das dann für irgendwas Alchemistisches? Ja.
Werden wir sehen. Oder war das für die Brandbolzen? Sicher bin ich mir jetzt gerade echt nicht mehr. So. Okay, das heißt, wir können hier wieder raus. Ach, hier oben geht's tat. Ach, hier ist Mama. Hi. Ich versuche mein Bestes. Ja! Bei meiner Axt. Das bin ich, Cerritus. Cerritus. Astus. Gut. Wie viel hat die jetzt gebracht? 3 Abenteuerpunkte. Mir und den anderen jeweils nur einen. Weil sie eigentlich nichts kann mehr. Aber was hat sie bewacht? Noch mehr Spinneneier. Ah, ich habe da so das Gefühl. Ein Zwerg. Dass wir hier gerade den richtigen Weg nehmen. Weil der andere in Wirklichkeit blockiert ist. Ja, könnte gut sein. Nein, hier. Was soll das für ein Auge des Drachen sein? Geh mal. Lass das mal Vorgrim machen. Okay, Vorgrim ist jetzt auch schon ziemlich voll. Alles klar. Na klar. Das heißt, als nächstes kriegt Gladys Zeug. Also ja, da oben unterhalten sich zwei Orks über das Auge.
Aber ich kann sie nicht angreifen. Okay, das heißt, da oben... Also hier ist doch Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Aber ich würde mal sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Diesmal als Let's Play 023, ohne das A, was ich gemacht habe, offscreen. Speichern. Und dann machen wir jetzt hier einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann.